Um kurz vor 19 Uhr hieß es hereinspaziert im Stadion am Waldschlösschen. Beide Teams betraten den Rasen. Preußen-Coach Pavel Dotschew bot seine bestmögliche Formation auf. Kapitän Stefan Kühne besetzte die Innenverteidigung. Jens Truckenbrot sollte das Spiel im Mittelfeld antreiben und Björn Kluft als alleinige Sturmspitze. Für den Gastgeber SV Lippstadt sicherlich das Highlight des Jahres und der Westfalenligist sah sich keinesfalls als Außenseiter. Trainer Daniel Farke formulierte noch in dieser Woche: Wir sind eine absolute Pokalmannschaft und wir wollen ins Halbfinale. Naja, wenn das mal nicht eine Kampfansage war. Das Stadion am Waldschlösschen mit knapp 2000 Zuschauern sehr gut gefüllt und die Preußen-Fans, die zeigten schon einmal, welche Farben heute dominieren sollten. Das Waldschlösschen in Lippstadt, ein enges Stadion mit einer tollen Atmosphäre. Und Münster von Beginn an mit mehr Ballbesitz und den Bemühungen, das Spiel breit zu halten. Pavel Dotschew hatte davor gewarnt, durch einfache Ballverluste in Konter zu laufen. Denn dann ging die Post ab. Björn Traufvetter auf weiter Flur. Max Schulze-Niehus kann nur noch abprallen und Lippstadts Stefan Engen ist sichtlich überrascht, dass ihm der Ball so einfach vor die Füße fällt. Der SCP war darauf bedacht, wieder Ruhe und Ordnung in die Partie zu bringen. Doch das war gar nicht so einfach. Immer wieder diese unkonzentrierten Ballverluste. Lippstadt stand tief und kompakt. Der Drittligist strahlte nur Gefahr aus, wenn die Kugel über die Außen lief. Dennis Grote auf Jens Truckenbrot, doch Marc Polder ist zur Stelle und bereinigt die Situation. Die anschließende Ecke, keine Gefahr für Damian Liesemann. Die Nummer 1 im Kasten von Lippstadt sollte im Laufe der Partie noch öfter im Mittelpunkt stehen. Wir schreiben Minute 27, wiederum Eckball für die Preußen. Der Ball kommt zu Stefan Kühne und der angesprochene Damian Liesemann mit einer Riesenparade. Der 22-jährige Schlussmann kratzt noch soeben den Ball von der Linie. Trainer Pavel Dotschew zeigte sich bestätigt, mit Lippstadt eine ganz hohe Hürde vor der Brust zu haben. Und Kapitän Stefan Kühne zeigte an, da vorne geht's lang, bloß nicht den Schneid abkaufen lassen. Kurz vor der Pause, Münster noch einmal im Vorwärtsgang. Natürlich über außen, doch Jens Truckenbrot findet, wie so oft vor dem Kasten, keine Anspielstation. Der Nachschuss von Björn Kluft, zu harmlos. Dann war Pause, 0:0, ein gerechtes Ergebnis für beide Teams. 50. Minute und der Gast weiter im Vorwärtsgang. Philipp Heise mit viel Raum, da kann er Meter machen. Rico Schmieder mit dem Schuss, Liesemann mit der Parade, Benny Sieger dem Nachschuss. Wiederum der Teufelskerl Liesemann und Björn Kluft mit dem dritten Versuch knapp am Tor vorbei. Das Offensivspiel der Preußen war risikoreich, denn Lippstadt kam immer wieder zu brandgefährlichen Vorstößen. Björn Traufvetter alleine vor Schulze-Niehus, doch der Münsteraner Schlussmann bleibt Sieger. 70 Minuten gespielt, den Preußen lief die Zeit davon. Jens Truckenbrot mal mit dem schwächeren Linken, doch der Ball einige Etagen zu hoch. Und nun, liebe Zuschauer, sollte die Zeit des Gastgebers anbrechen. Man hatte das Gefühl, als wollte Lippstadt mit einem Lucky Punch hier alles zu seinen Gunsten beenden. Björn Traufvetter zieht den Ball scharf vorher und am langen Pfosten verpasst Lars Schröder. Wahnsinn im Stadion am Waldschlösschen. 88. Minute, noch einmal Freistoß für Lippstadt. Lars Schröder führt aus, Björn Palke mit dem Kopf und Max Schulze-Niehus bewahrt sein Team vor dem Aus. Der Torwart rettet Münster in die Verlängerung. Langer Ball von Cevric. Auf Traufvetter, der mit feiner Einzelleistung. Und hier hatten die Lippstadt-Fans den Torschrei schon auf den Lippen. Und irgendwann, liebe Zuschauer, ist der Bann dann doch gebrochen. Dann zahlt sich Cleverness und Erfahrung einfach aus. Der zuvor eingewechselte Radovan Vujanovic steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Lippstadt wirkte sichtlich geschockt
und konnte sich nun nicht mehr dagegen stemmen. Ganz anders die Preußen, die nun den Sack zumachen wollten. Massimo Natelli schiebt zum 2:0 ein und macht den Deckel drauf. Wir wussten, dass schwere Spiele auf uns zukommt, da die auch viele erfahrene Spieler haben. Und ja, man sieht auch, ein kleiner Hexenkessel hier ist. Und ja, wir wollten aber von Anfang an Druck machen, denen kein Selbstvertrauen hier geben. Ich denke, wir haben das gut gemacht. Uns hat einfach das Tor gefehlt und ja, aber haben das am Ende dann gepackt und sind zufrieden auf jeden Fall mit der Leistung. Die Stimmung ist natürlich nicht so gut. Alle mit hängenden Köpfen da in der Kabine am Sitzen. Ansonsten ja, es ist es natürlich nicht schön, wenn man 90 Minuten kämpft und dann in die Verlängerung geht und dann sofort am Anfang der Verlängerung das Tor bekommt. Und dann ist natürlich, machst du natürlich auf und kriegst das zweite Tor. Dann wirst du natürlich knallhart bestraft. Das ist natürlich das Bittere. Du musst das Spiel machen, du musst Druck machen und trotzdem bei Balleroberung vom Gegner musst du aufpassen, dass nicht ausgekontert wirst. Das heißt, das ist immer sehr schmaler Grat. Deswegen muss man, was Sie gesagt haben, schon mitbringen, diese Sache Geduld und auch mal so auch richtiger Zeitpunkt zu explodieren. Wir haben auch jetzt gesehen, auch jetzt beste Beispiel ist ja Borussia Dortmund gegen Kräuter Fürth. Also, aber wir haben heute verdient gewonnen, ohne Wenn und Aber, natürlich. Also wir haben besser gespielt, man muss aber auch an dieser Stelle wirklich Kompliment machen an die Mannschaft von Lippstadt.